Das war Mai 2020. Angefangen hat es ja noch recht vielversprechend. Weihnachtsferien, Schulbeginn und dann habe ich mir gleich mal ausgeborgt beim Medienzentrum die Stickmaschine und habe da eifrig drauf losprogrammiert mit meinen Schülern. Das war eine tolle Sache. Dann ist der Februar gekommen, da ist der Gerhard Sechsel gestorben, ein Kabarettist und langjähriger Kollege von mir. Das war so quasi die letzte Großveranstaltung des Begräbnisses, die ich da miterlebt habe heuer. Mitte März, knoppigste Tage in Windischgarsten. Das war eine lustige Geschichte. Da haben wir nämlich uns auch die längste Weile mit 3D-Druck beschäftigt und wie man sieht, sogar spaßhalber ein Coronavirus ausgedruckt. Ha! Das haben wir lustig gefunden. Eine Woche später ist der erste Lockdown gekommen. Tja, so schnell hat es gehen können. Gleich am Anfang, also Ende März, war sie da in Tirol noch ärger als wie sonst. Wir haben ja nicht einmal über die Gemeindegrenzen hinausgehen dürfen. Und dementsprechend war natürlich auch kein Verkehr mehr da. Und das habe ich mir gleich angeschaut und ein Video daraus gemacht über diese laute Stille, die man da auf einmal gehört hat. Sachen waren da dabei, Vogelgezwitscher, Kinderlärm und minutenlang, stundenlang kein einziges Auto auf der Bundesstraße. Dann ist der Mai gekommen, die Fitnessstudio waren schon längst zu, da habe ich schon eigene Übungen zu Hause machen müssen, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich damit anfangen, Gemüsekiste, weil was machen die Bauern sonst mit ihrem Gemüse? Gewachsen ist es ja schon, aber keine Abnehmer mehr da. Also seit damals habe ich die wöchentliche Gemüsekiste und die genießt es sehr. Das war auch die Zeit da im Mai, wo wir das Distant Learning immer und immer mehr geübt haben. Und ich bin da schon auf einige Sachen draufgekommen und das hat dann recht gut geklappt. War ich dann schon zufrieden. Im Juni war es dann soweit, da habe ich mir dann tatsächlich einen neuen Laptop kaufen müssen, weil der alte war ja dann doch schon 10 Jahre alt. Das hat es nicht mehr getan. Der hat bei den Videokonferenzen schon immer gescheit mithalten können. Und auch ansonsten habe ich da sehr geduldig sein müssen, wenn er hochfährt, wenn er startet oder wenn er die Videos schneidet. Wir haben dann da im Juni dann wieder angefangen, in die Schule zu gehen, aber nur im Schichtbetrieb, also nur eine halbe die Klasse und zwei Tage hintereinander den gleichen Stundenplan. Also am Montag war der Montagstundenplan, am Dienstag war die andere Hälfte der Klasse mit dem Montagstundenplan, am Mittwoch war die erste Hälfte der Klasse wieder mit dem Dienstagstundenplan, am Donnerstag war die zweite Hälfte der Klasse mit dem Dienstagstundenplan, am Freitag war die erste Hälfte der Klasse mit dem Mittwochstundenplan und so weiter und so fort. Das hat sich dann recht schnell schon bewährt, aber ein bisschen verwirrend war es, wenn man so, Freitag ist halt Mittwochstundenplan, wo ist das Wochenende, wo das Wochenende kommt. Und man kann sich vorstellen, ein bisschen verwirrend, aber hat auch gut hingehört. Der Juli, Schulschluss mit Abstand. Da haben wir tatsächlich dann noch uns verabschieden können von den Viertklässlern, aber halt sehr weit auseinander sind wir da gestanden. Und das hat sich irgendwie so abgezeichnet, jetzt könnte es lockerer werden und es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Schauen wir mal, haben wir gesagt, und sind dann in den Sommer gestartet. Im August habe ich meine Ausflüge genossen und es war auch ein Massive Open Online Kurs zum Thema Distant Learning, der ist über 4 Wochen gegangen. Den habe ich mir angetan, das war total eine interessante Geschichte und da habe ich dann noch einmal einiges lernen dürfen und das dann mitnehmen können.
In den 4 Wochen hat man sich die Zeit da frei einteilen können und das war fein. Eine Geschichte für die Nacht. Ganz besonders spannend ist es dann am 5. August geworden, weil da ist das erste Mal dieser Getreidesilo, also das Ding, das er so ausschaut, das Starship Number 5, hat seinen ersten 150 Meter Sprung gemacht. Da bin ich auch länger aufgeblieben, um mir das live anzuschauen und das war schon beeindruckend. Boah. Dann ist der September gekommen und das war gleich nochmal spannend, weil gleich am 4. September hat das Starship Nummer 6 auch einen 150 Meter Sprung gemacht und der war sogar noch weicher und angenehmer und ist dann auf seine Beine gelandet. Das war beeindruckend. Da hat dann auch schon die Vorfreude auf die neue Klasse angefangen. Ich habe mich da ein bisschen mit dem Drechseln beschäftigt, um da so Einstandsgeschenke zu drechseln. Das hat auch gut hingehört und hat mir die Zeit vertrieben. Und die Schule haben wir dann gleich mit dem Vinylcutter angefangen. Also bei der digitalen Welt auch da eine neue Gruppe. Das war spannend. Also Schulanfang, das war noch total fein. Der Oktober war dann noch scheinbar normal. Aber die Infektionszahlen sind da immer höher hinaufgegangen, was dann nach den Herbstferien damit geendet hat, 2. Lockdown, wieder zu Hause. Im November hat es dann noch mehr Neuigkeiten gegeben. Das Distant Learning, das haben wir inzwischen schon quasi perfektioniert, möchte ich es nicht sagen. Spannend war das mit der ersten Klasse. Und parallel dazu war der 2. Massive Open Online Kurs zum Thema Distant Learning. Und wieder habe ich da einiges lernen können, der hat sich also über 4 Wochen hingezogen. Spannend war es. Und spannend war es auch mit der ersten Klasse, dass die das doch recht gut hinbekommen haben, da mit dem Programm zu arbeiten. Und wir haben da regelmäßig unseren Stundenplan einhalten können. Hat gut hingehört. Nebenbei habe ich dann noch eine Fortbildung machen können, in einem von diesen wenigen Tagen, wo da praktisch freier Ausgang noch war, zum Thema CNC-Fräsen. Also das ist auch ein Thema, das noch in Zukunft auf mich zukommt. Spannend war das. Außerdem habe ich da eine App entdeckt, so ein Kontakt-Tagebuch. Und erst da ist mir nachher bewusst worden, wie schnell ich eigentlich vergiss, wen ich da wo getroffen habe. Und wie viele oder wie wenig Leute ich da an manche Tagen triff. Ja mei, das sind also ein paar Sekunden, um das zu notieren, und spannend war's. Und nach 2 Wochen löscht es das Programm sowieso wieder raus. Der Dezember ist gekommen und da haben wir schon geahnt. Da kommt jetzt dann der nächste Lockdown und wieder Distant Learning, hat super hingehört. Die letzten paar Tage haben wir nachher noch vor Weihnachten mit den Schülern verbringen können. Allerdings sind wir da schon mit den Masken im Unterricht gesessen. Abwechselnd waren die Klassen in Quarantäne. Anstrengend. Neu diesmal beim Medienzentrum ein Lasercutter to go. Den habe ich natürlich gleich massiv ausprobieren müssen. Das Erstaunliche ist, das stinkt nicht, weil dieses Lüftungssystem und das Filtersystem, das da dabei ist, das haut tadellos hin. Und so hat das bei mir im Wohnzimmer durchaus vor sich hin cutten können. Und da habe ich natürlich dann gleich ein neues Geschenk machen müssen. Und die perfekte Silvesterrakete hat es am 9.12. schon gegeben, weil da war Starship Nummer 8 hat da einen 12 Kilometer Hupfer gemacht. Und das war beeindruckend. Ich glaube, das schmeiße ich im Nachspann da mal rein, dann kann sich das jeder genussvoll die spezielle Silvesterraketen geben. Tja, 2020 ist dann hoffentlich vorbei. Und dann schauen wir, was das 2021 bringt. Ja, ausgerechnet, jetzt kommt da was. Ja dann, hol ich den Kackhund noch. Und dann gibt es da noch die Erinnerung an 2020.
Und jetzt schauen wir, wie wir das zusammenschneiden da. Und die Sachen da mit einbinden. Do it! Yes! Come on! All three engines ignited, and we actually see a starship. We have a liftoff! And I did not see that coming. All right, let's watch this closely, even though everything is full of confetti here. Come on! Go for it! This is amazing! Look at that! Wow! We should almost be at full burn ramp now. This is going up! See this? Plus 1 minute and still flying. Come on, Raptors, push it, push it. Amazing, SpaceX, absolutely amazing. And come on, gimbal, some gimbal action there to adjust the flight path, but it seems to be working just fine. Amazing. It's not heading out much towards the coast. Much less than I expected. Amazing. That's what we were waiting for, everybody. Oh, freaking, there is something going wrong. One Raptor seems to have cut out here, but still going. And we have some, but that is not critical, in my opinion. We have... Ooh, the Raptor engines are trying to balance it. Oh, here we go. This is prototyping. Is it going to make it? What do you think? What is it going to do? It's fighting. Come on. It's venting on the outside as well. Doesn't seem nominal. One engine is off and the others are seriously fighting this right now. Wow, this could be a launch abort actually. Look at that amazing starship still fighting it. This is some action. SpaceX, go, 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 go. This is amazing. This is amazing. 42 is still going. 42, you can do this. Venting could be nominal, I'm not too sure about it. But the two engines are still pushing it. They are still pushing it, and SpaceX is still going, and they're not aborting this. So we could actually see something here. Ha 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 ha. Ooh, there's the next engine going. Look at it, now it's flying with one engine. It can't do that. It can't do that. Can it still do that? That is amazing. Come on, come on. Show us that skydive maneuver. Come on, you can do this. 42, 42, you are still pushing it. This is amazing. What is happening, everybody? Come on, you can do this. Oh, you are fighting. This is crazy. And that's what I was talking about. So this is telling SpaceX that I didn't even blink. My eyes are tearing here. It shows SpaceX that they definitely have to still work on the Raptor engines. The full burn duration did not work out as planned. I don't think those cutoffs were planned at all. But 42! Wow! Respect, 42! You're still pushing it. It's not going up that much anymore, as you can see by the vent. It is slow in the air. Is it planning to go for the skydive? Is it seriously planning to go for the skydive?
How is it going to land with one engine? See, it's almost standing still in the air. It's hovering right now, basically. Slightly going towards the sea, actually, I think. Ooh. Ooh. One engine turning off and the Starship is trying to flip over. Oh my god! This is ridiculous! Come on, you can do this, Serial Number 8. This is amazing! Look at it! It's horizontal! It is going down! This is it! Oh my god, this is amazing. This is the most beautiful thing I've ever seen in spaceflight history. This is absolutely amazing! Can you believe it? 42 did it! It pushed it up to apogee and it is going downwards again. This is amazing! SpaceX, you are heroes! You have to go down there. You are heroes. Come on, come on. Can it's keeping balance perfectly. Look at the fin movement. This is amazing. So, but can it do the flip with one engine? What is it going to do? Wow. Absolutely crazy. I hope you're feeling the same thing I am feeling right now. This is absolutely amazing. This is why we are watching this. Absolutely crazy. Keep your eyes on the fins, and the altitude is going down. It's going down. It's going down. Look at that. Boca Chica is closing it. Closing. Is it actually going to try to land? If it sticks that landing with one engine, this is amazing. SpaceX, this is it. You are heroes. This is going to go, these pictures are going to go around the whole planet, basically. Tomorrow you're going to see this everywhere. And you've seen it today. Look at that. Come on, relight, 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 relight. What are you doing? Come on! Two engines relit. Come on! Come on! There's the pad! Come on! Oh, that was a really tough landing, though. Oh my god, we've seen it all. We've seen it all. This is amazing. Oh my goodness. But it was on the pad. Does this count as a landing? Amazing feat. SpaceX, thank you so much. 6 minutes and 42 of pure glory. Right there. Absolutely amazing. Kudos to the team. This is amazing, 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 amazing. You guys rock so much. Keep going. Keep doing what you're doing. This is one day, this is going to get us to Mars. And this was the first flight you just witnessed. And you're so going to tell this to everybody tomorrow morning. Trust me, it worked.